Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute machen wir weiter mit Wie von göttlicher Hand geschaffen, Kapitel des Sammlers und der neuen Sphäre Gestaltung Schwelgen im Wolkenmeer. Erhalte in der vorgestalteten Sphäre bis zu 480 Gestaltungspunkte. Wir haben Gegner, die Pilzbestie, Hillichule, bla bla bla. Und wir haben hier insgesamt 600 Gestaltungspunkte. Und wir haben schon die wir haben schon festgelegte Charaktere. Oh, okay. Ich glaube, ich nehme meine Fische und die beiden an. Aber dann hatten wir ja nur drei Figuren, oder? Seltsam. Das ist seltsam. Ja. Keine Ahnung, was uns hier erwartet. Wähle zwischen verschiedenen Routen, besiege Gegner halt nach Abschluss der Herausforderung, Gestaltungspunkte, Gestaltungs-EP und unterschiedliche Boni. In der Sphäre gibt es Bonusstellen, die verschiedene Arten von Vorteilen bieten. Gleichzeitig finden sich auch Einladungsstellen, über die Figuren eingeladen werden können. Achso, man kann auch Figuren reinholen. Okay. Autsch. Was ist denn mit dem los gewesen? Midnight Phantasm. Was war das? Gestaltungsstufe der Truppe plus 2? Okay. Erhöht nach dem Einstellen von... Was bedeutet Einstellen? Achso, Einstellen im Sinne von Einstellen, dass ich dieses Ding hier einstelle, oder was? Hm? Dann machen wir mal das hier. Achso, man kann sich mehrere kaufen. Oh. Es gibt 5 Zonen, okay. Sag mir jetzt nicht, das war die gesamte Zone. Anscheinend schon. Wie viele Gestaltungspunkte haben wir? Wo sieht man das? Schauen wir mal, was bei Einladungsstele ist. Nehmen wir Ganyu noch dazu. Aber wo ist sie? Ah. Puh, okay. Sind wir wieder am Anfang quasi. Sieht zumindest genauso aus.
prepare for a defense. Some target practice. For Rex Lapis! Born of ice and frost. Get away! Stretch your wings and raise your sword! Leave it on to me. Someone needs to sing as we're told. No touching! By royal decree! By the eternal oasis! Damn, isn't he weak. Someone needs assistance. Was haben wir hier? Angriff. Oh mei. Das andere kann ich sogar noch kaufen. Okay, letztes Ding. Oh, es geht direkt weiter mit dem Kampf, okay. Gut, dass ich kein Pyro in der Truppe habe. Und wie viele Gestaltungspunkte haben wir? 640, okay. Ja, war auf jeden Fall mal was anderes. Das hat sich jetzt angefühlt wie 5 Level in einem, so ein bisschen. Ja, war ganz nett. Ja, mehr kann man dazu, glaube ich, nicht sagen. Wenn die Sphäre von dem Spieler erstellt gewesen wäre, hätte ich gesagt, wow. Ich glaube kaum, dass jemand so eine komplizierte macht. Oder wenn doch, dann hat er zumindest diese 1500 Urgesteine, die man damit verdienen kann, verdient. Naja, ich freue mich auch über 80 Urgesteine. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Würde mich selber ein Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.